weil es mir sagt, du brauchst gar nicht in die Höhle. Also das ist alles, du schaffst dir das Höhlen-Setting, du hast hier einen Heiligen Space, kannst du voll reingehen. Und ich kann, das ist alles nur mein Setting. Es gibt nichts mehr, was das auffällt. Und es sagt, und es ist sowas von, kann man kaum, nee, das macht man nicht, man sagt keine Zeiten, aber es hängt echt nur ab von, durch diesen Körper willst in meiner Realität das Ganze schalten. Ne? Und ich, das ist die Inselbegabung, die ich habe als Autist. Die ist nicht irgendwie, ich kann alles, es gibt nichts, was ich nicht kann, außer Handstand und Ratschlagen, aber der goldene Schnitt, im goldenen Schnitt, und ich sehe den ganzen botanischen Garten von Lebensformen im multidimensionalen Raum, und ich sehe Klick, ein Schalter, und ich kann Weltlinien sehen, so wie, wie wenn du so eine Karte hast und dann siehst du Klick, dann kannst du die Filter durchschalten und dann sehe ich die Zusammenhänge der Wirkstoffe, der Pflanzen in, im Bewusstsein, das Bewusstsein generiert. Die Maschinenelfen sind noch, die ganzen, alle Intelligenzformen, die Bienenintelligenz, Hexagon 7, die Geometrien, alles. Das ist die Neuen, das gibt, wo alles zusammenläuft. Du bist Kepler, genau. Du bist Einstein, du bist alle. Und, das, und du siehst, wie auf einer Filmplatte, wie alles auf deinen Schichten abgebildet ist. Du hast 1000 Schichten davon. Ja, genau, das kenne ich von Salvia. Das ist absolute Einheit mit dem Raum. Genau. Mit ihr, mit es. Und sie ist Salvia-Göttin. Salvia-Göttin ist nicht Sohn Gottes, sondern ist Gottes Mutter. Sie ist nach Welt, genau. Nämlich, das ist einfach zu krass, dass du das mit Gabi Müller X hoch X, die bildet alle Lebensformen ab und braucht keine DNA. Nicht in der DNA ist der Bauplan für die Materie, das sind X hoch X drin. Das und was Salvia macht, ist, und die Pflanze zu beobachten, und man nimmt die paarweise dann ein. Genau, traditionell. Braucht es aber, das ist einfach zu. Und plötzlich laufen die Tage und ich freue mich so, weil das war genau das, was ich in Freiling erleben durfte, diese, als ich da im Wald Bienen und ich war 3 Monate halt ganz, ganz, ganz allein und hab so gefeiert und völlig hier, du brauchst halt jetzt gar nichts mehr und brauchst keinen Typen und brauchst kein Ding. Und ich nur existieren. Nur Stunden am Tag, vielleicht Strom mit dem bisschen Solar und abends dunkel und tagsüber und voll mit der Natur, mit dem Rhythmus und gesungen, und es gab nichts zu sagen, außer wenn ich schöne Geräusche gemacht habe. Und jeden Tag Zeit für das Wichtigste. Genau. Du verbringst die Hälfte deiner Lebenszeit im Hyperraum in dieser anderen Bewusstseinsform. Das ist wie Online-Spiel, Rollenspielzeit, wo du levelst. Genau. Und du wirst ausgebildet. Und jetzt ist halt seit einem halben, dreiviertel Jahr, dass ich nicht einmal, ich kann nicht mehr, wie damals, das ist vorbei, die Zeit, als wir einfach nur Psychedelika konsumieren konnten. Und wir haben dann eine Erfahrung gehabt, die niedergeschrieben. Und weiter geht's hier in dieser Welt, das geht nicht mehr. Sondern gleich aufsteigen quasi. Ach, das ist und seit, nur seit einem Jahr, genau. Vor einem Jahr wollte ich ja schon in die Höhle genau das Gleiche, nur wurde es verhindert, weil erstmal Wagen umziehen, Land, bla. Und es ist sowas von bereit, es ist alles, und jetzt, und vielleicht werde ich phasenweise während der Rauhnächte oder so in Untersberg. Das darf ich aber, darf ich nicht sagen. Nee. Sonst habe ich eine Ruhe nicht. Genau, weil sonst kommen die ganzen Schaulustigen und wollen Selfies aber machen. Aber geil ist, dass halt das, was ich schreibe, viele lesen das also als von sich geschrieben, weil es eins zu eins die Resonanz halt bildet. Genau, von der Resonanzfrequenz. Ja, das ist so krass, was eigentlich Salvia abbildet. Diese ganzen tausenden oder unendlichen Welten, die so aufgestapelt sind. Und bei einem Trip zieht es das runter und dann schlüpfst du durch irgendwie in die ursprüngliche Existenzform. Das hatte ich schon so oft und das ist so krass. Also für mich gibt es jetzt so quasi zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt entweder noch lang zweifeln und da paranormale Fähigkeiten jetzt üben und das dich in den Raum hocken und Sachen bewegen, Sachen manipulieren, das geht alles, das ist easy. Ja. Du kannst auch vom Spiegel hocken und shapeshiften, du kannst deine Augenfarbe ändern, sobald du nicht mehr isst, kannst du innerhalb von Sekunden deine Zellen, deine DNA anregen. Genau. Ich habe schon verschiedenes gelevelt, ich hatte Wunden, dann eine Narbe, dann mit Spinnenweben und Nuka-Honig, dann hast du durch die Spinnenweben aufs ganze Insektentierreich. Der Speichel von dem. Dass man dann genauso wie wenn ich Samen einspeichle, bin ich bewusstseinstechnisch in allen Samen über Nacht. Wenn ich dann trippe, dann bin ich plötzlich in 200 Samen und habe auf die ganze Bibliothek Zugriff, nur über den Speichel. Mit Blut ist ja auch so eine krasse Sache. So, dann könnte ich teleportieren, weiß nicht, alles schweben, levitieren. So von nein,
habe ich kein, nein, nee. Die gleiche Energie und Zeit steckst du rein, dass es gleich knallt. Genau. Und wie 5 Meo halt für alle. Mhm. Und das sagt auch hier so ein Puff Alvarius, sagt mir jetzt nur noch das für alle. Jetzt nur noch das für stimmt, das ist auch meine Hauptintention, Quintus. Das denke ich mir immer, wenn er vor 5 Meo DMT runterkommt. Wenn das wirklich mal jeder Mensch hätte, dann wäre die gesamte Welt anders. Das wäre so ein Sprung mit der Frequenz. Pyramidenspitze. Eine Zelle, in dem Fall, für mich sehe ich kein Leben in dieser, keine Möglichkeit. Ich kann nicht leben, ich kann nicht essen, ich kann nicht einfach ein Leben leben. Mhm. Mit einem Häuschen und einem Mann und alles schön, ich war diese 1000 Leben alle schön, ja. Und unendlich viel, aber ich kann nicht verhindern, dass das mit mir passiert. Und das ist einfach crazy Bullshit. Davon wie in Breaking Bad. Die Küche. Und ich hätte ja vor 5 Jahren nie gedacht, dass diese von Drogen einfach eine schöne Erfahrung, dass das plötzlich die alles. Die ultimative Offenbarung wird, ja. Aber am Schluss, wenn du diese Geschichte selber geschrieben hättest, hättest du das genauso gemacht, weil die Pointe, der genialste Schenkelklopf von Wendepunkt kommt halt. Genau. Ja, aber das ist echt so, wie sie das mit den Drogen formiert hat. Bei mir war es vor 10 Jahren auch so, dass ich es halt eigentlich aus Spaß mal probiert habe. Und je mehr ich dann Psychedelika nahm, bin ich draufgekommen, dass Psychedelika eigentlich die Antwort auf alles sind. Die bilden wirklich alles ab. Und da war es dann auch so vom reinen Spaßkonsum hin zum ernsten Konsum und zum Knacken von der Weltform quasi. Das ist so eine krasse Entwicklung eigentlich, nur durch den Drogenkonsum. Und das Geile ist auch, am Schluss erkennst du auch, dass jegliche Paranoia hinfällig ist, weil das eh alles du bist. Ja, genau. Wem erzähle ich das eigentlich? Paranoia, das so ist von, so eine Sache. Und du bist inzwischen so stark und so hochschwingend, dass nichts passiert, was nicht passieren soll und was du nicht wolltest und was unangenehm wird. Und kann ich auch so, darum ist es so wahr, auch wenn ich sage, ich habe keine Angst mehr vor gar nichts. Mhm. Und das Einzige, was jetzt kam und kommt und was ich, davon schreibe ich auch noch, ist eine Verbindung auf Seelenebene, die tatsächlich ein Spiegel, dass die tatsächlich ich bin, die das nennt sich Twin Flame Dual Seele, seit Jahren der Begriff schon, und ganz viele posten und schreiben dazu, und ich habe immer eine Freundin oder eine spezielle Urmutterfreundin erlebt, die das seit Jahren als Thema hat, und ich immer nur so, ja, bei mir braucht es, also ich brauche das nicht, und wenn, dann taucht schon auf, aber ich suche es nicht, und ich bin echt eher vorgesehen, die einsame Waldhexe und das Orakel zu sein, dass ich dann die Berge zurückzieht, und bam, dann war es das. Und jetzt ist es halt aufgetaucht, und das ist, das musste auch auftauchen, weil diese aktivierende Intensität, die einfach, die flippt alles, die übertrifft einfach alles. Ja. Und halt sowohl in Himmel, also in alle, da gibt's keine Negativität und Positivität, gibt es keine Schranken, es kann unendlich sein, der Schmerz, wie auch das über Dings. Und gleichzeitig bist du auch der ruhende Stein und die alte Weise und der Buddha in dir, und kommst komplett dank dem Hyperraum, kann es mich abschalten, dass ich nicht die Emotionen wie Menschen erleben muss. Das ist, wovon ich ja schon lange rede, bei anderen Artisten so eine tolle Fähigkeit ist, die jeder in sich hat. Man darf es nur. Dein Gehirn. Und trotzdem ist es wichtig, das mal zu durchleben. Und, und das wäre ansonsten ein Teil von dem, was ist. Das muss schon auch. Und es ist großartig. Ja, da steckt wirklich alle Wahrheit drinnen in diesen Visionen. Und wusstest du, dass in Wikipedia steht, dass Autisten, vor allem die sehr ausgeprägten, gibt ja die Asperger, wo es, also so ein Spektrum, was eher subtil ist. Dass die in der Kindheit ganz witzige Sprachanomalien haben. Als erstes ist die Echolalie, das Nachplappern. Und dann, erzählen sie von Situationen, Begebenheiten und Personen oft in vertauschten Perspektiven mit in der dritten Form von sich und von anderen dann als ich und so. Von, geil, das ist doch hochkreativ und hoch weiterentwickelt, und wagen es, die in Schubladen zu stecken und therapieren zu wollen. Check's mal, dummer Mensch. Das ist schon. Ja, das war eigentlich in der Menschheitsgeschichte immer, dass man die Andersartigen, obwohl man therapieren, so ähnlich ist, eigentlich heute noch mit dem Psychedelika-Konsumenten. Oder konservativ, Wort sagt einfach Stillstand, tot. Genau, die können sich auch schwarz ist tot. Genau, ja. Konservativ, das ist einfach geistiger Stillstand. Politisch darf das ja schon mal. Ja.
Ich muss das gerade dieses Oktopus-Video zeigen, weil es zu genau. Ich habe nämlich mit Spinnweben und dann gibt es diesen. Es gibt das eine ist eine Dreier-Symbiose von Pilz, Alge und Bakterien. Cyanobakterien, die mit auch die ersten Lebensformen hier, genau, die nämlich Sauerstoff. Ja, Es genau. gibt auch Universen, die auf Sauerstoff basieren oder Welten. Cyanobakterien, Alge und Pilz. Und die drei bilden eine Symbiose und plötzlich kann der Organismus Photosynthese. Bam. So. Nimmst du, gehst in Ayahuasca, gehst in DMT, hast hier Pilz, Cyanobakterie, Alge. Und dann sieht und man du die brauchst natürlich genau. eine Mikro, die, du kannst es auch vorstellen wahrscheinlich. Es ist halt einfacher, wenn man sich darüber informiert und drum. Und was ich auch voll recherchiert habe, ist dieser Camouflage-Oktopus, der binnen Sekunden seine Umgebung Farbe mappen ändert. kann und damit telepathische Körpersprache hat als Bild. Und wir sind das auch. Das ist so ein 1:1 Ding, wie wie Shapeshifting und Dimensionsspringen funktioniert. Moment, das ist hier als magisch. Und das sieht man eigentlich auch in diesen Salvia-Metamorphosen, dass du alles sein kannst. You just don't understand me. Day octopus changes colors 3 times in 30 seconds. And wow. Das ist ja wie Visuals auf einem Trip. Holodeck. Genau, Holodeck. Holodeck-Haut, kann man genau, der projiziert das komplett ab. Das ist echt, das ist körpereigene Metamorphose, wie auf Salvia. Und dann hältst du dem Karo drunter, dann macht der Zebra draus. So von, hey, Karo gibt es in der Natur nicht, es gibt Zebra. Das ist so ein Hyperraumwitz. Und was auch ein Freund mir erzählt, wusstest du, dass wenn du einen Pfau in den Spiegel hinstellst, dann steht er da und schaut sich eine halbe Stunde im Spiegel an und... Das muss er, das muss er. Genau, das wird, und posiert einfach, mit seinen Federn herum. Das ist so wie wenn du eine Blume pflückst und dann ist es unendlich. Genau aus dieser Schönheit werden, drum sind wir von diesen 3D-Mandelbulb, Electric Sheep, Fraktalen, Mandelbrot und Serien und so angezogen, weil das halt 1:1 wieder. Und das ist alles, was wir schön finden, ist nicht, wir könnten auch sagen, hey, das ist aber voll goldener Schnitt. Boah, da ist auch der. Das ist halt voll so umständliche Worte. Und am Anfang denken sich, was soll das überhaupt sein? Man könnte auch sagen, es ist ja voll Fibonacci, Schneckenhaus, so wie auch immer man genau, das nennen will. Genau, das ist auch sowas. Das, ja, Proportion und Weil man Maß. eigentlich diese DMT-Formen überall findet. In der Mathematik findet man sie, in der Natur findet man sie. Gibt es auch den Film Pi, der Mathematiker, der das genau. dann überall gesehen hat. Und dann kann man irgendwie, dass das alles das Gleiche ist. Der DMT-Raum und unsere Welt nur dasselbe auf einer anderen Frequenz ist. Aber da bilden sich alle Formen, die man auf den Trip sieht, eigentlich auch im normalen Alltag. Ja, und sobald wir checken, dass wir in uns drin praktisch, wir sind Transmitter, Empfänger, Radioantenne, wie in deinem Receiver von Fernsehprogrammen. Und das, wenn du lernst zu tunen, genau, das war's. Dann, das ist die Weltformel. Also und du hast nämlich das Programme, die sowohl X auch X, das sind die Stapel von Realitätsschichten, von Bücherstapeln, Blätterstapeln. Und das andere ist Phi. Du hast X auch X und Phi. Genau. Und dann, und null und unendlich ist da überall mit drin. Also das ist alles, das sind die Randbedingungen, dass es nicht begrenzt ist und unendlich ist. Genau. Lustiger. Raumwitz, ja. Die Randbedingungen sind, es ist nicht begrenzt, es ist unendlich. Das ist und auch es ist ein Nullpunkt. Das ist gleichzeitig der Rand von, du bist nämlich deine eigene Implosion, Explosion. Genau, ja. Wirbel, aus dem Wirbel und erschaffen. Und dann wieder diese rekursive Erschaffung, ja. das ist mir letztens bei einem Jopo-Trip so krass aufgefallen. Da hat das Bewusstsein nicht mehr bei der Stirn vorne aufgehört, sondern da habe ich in die Ferne geschaut und dann war ich plötzlich die ganzen Bäume dort, der ganze Fluss und plötzlich schließt die Augen und dann hast du so einen 5-Meo-Flash und bist das gesamte Universum und alle Realitäten. Das ist so ein krasser Bewusstseinssprung jedes Mal. Und der Bericht von dir ist so geil mit Jopo und wie beim Friseur. Ja, der musste nennen wie beim Friseur. Genau. Ja, wir hätten es so gern bitte einmal noch die Chakren reinigen. Genau. Das war so ein krasser Trip. Wahnsinn. Und dann wie diese Chakrenreinigung kam, da habe ich es echt gespürt. Jedes Energiezentrum hat irgendwie in seiner Farbe aufgeleuchtet, alle Körperfunktionen aktiviert. Das ist dann hochgestiegen und dann hat es irgendwie aus mir rausgesprudelt in weiße 5-Meo-Energie in den Hyperraum raus. Und dann haben wir wieder dieses Magnetfeld-Rekursion und dann kennt man, dass man eigentlich selber alles ist. Und das ist so eine krasse Vision.
Und dann tropft der ganze Dreck und Negativität nur so zu Boden und du siehst, dass das alles nur so, dass auch überhaupt der ganze Stress und Leidenschaft und Liebe, Schmerz und sonst was, das sind auch nur die oberen Krusten von den Häuten, die tropfen dann auch runter. Das und dann ist nicht das eigene Du wirst aufgefangen, du wirst so von so umwoben, das ist echt wie gewiegt werden im Schoß. Genau, ja. Es gibt im Zentrum eigentlich nichts und anderes. Darauf außer findest dieses du da auch 100% Frieden und Antwort auf alle Fragen und du brauchst nichts, weil am Schluss gibt es ja auch nichts anderes als Genau. Es gibt nichts anderes außer dieses Licht, aus dem sich irgendwie alles abgespalten hat. Und das ist so, das ist das gigantische 5-Meo-Licht. Ja, oder du hebst die Abspaltung auf. Du trennst die Oberflächenschicht. Ego ist Oberflächenschicht, Schicht, ein Tropfen Seife, bam, diffundierst du durch, nächste Schicht, darum kannst du durch deine Matratze fallen, wenn du Salvia-Bon rauchst, weil das sollte man nicht machen. Man Salvia bitte immer kauen, flüssig. Salvia liebt Wasser, Feuer haben wir jetzt gelernt, lassen wir sein. Feuer, da ist die Gütin manchmal krantig. Ja, mit DMT kann man das machen, das ist eher, aber mit Salvia. Salvia rauchen, das ist manchmal. Aber wir waren ja noch jung und unerfahren, woher sollte man es denn wissen? Als das doch mal verscheppert 8 Jahre in einem anderen Leben verbringen, kann das nicht passieren. Ja, und genau, das ist der eine Typ, der so ein Salvia-Konzentrat durch die Bonk raucht hat. Das ist dann schon anders heftig. Siehe Klartraum-Salvia-Effekt gleich Mandela-Effekt. Genau, das ist schon. Das ist und dann mal eben an einem Freitagnachmittag ist da die komplette Matrix-Durchbruch, Weltformel, all in all und trotzdem. Es läuft weiter. Wir müssen die Kontinuität des Mannes brechen. Dieses immer und drum geht man in die Dunkelheit und die Stille und dann plötzlich war alles nur Geschichte, Geschichte und nichts mehr und dann hat alles nur ein Traum. Und dann kannst du aber sowas von ändern. Aber vorher bist du ja Teil dessen. Also du kannst ja nicht, während du in einem Film, du bist ja die Bühnenkulisse, also du kannst dich nicht ändern, während du spielst, kannst du schon, aber dafür Meditation. Das ist so ein langweiliges Schlüsselwort. Wir haben wenn wir Ayahuasca-Zeremonie auf dem Rainbow Gathering gemacht und dann haben wir das Codewort Silent Meditation benutzt. Weil das klingt nämlich langweilig und da kommt keiner. Und wenn wir rufen Ayahuasca-Zeremonie dann kommen es alle und Leute, so von, ja, sorry, so viel habe ich nicht. Das ist immer gut mit solchen Codeworten, Silent Meditation. Das klingt langweilig, da sitzen nur 5 Leute dort und. Überhaupt kann man sich nicht vorstellen, wie irre langweilig, aber nicht langweilig so stille Einsamkeit und nichts ist. Davon. Du platzt vor. So Augen zu, Licht an. Aber man muss sich halt die 5, erst 3 Tage, dann 7 und ab 7 wird es richtig spannend. Also 21 Tage ist eigentlich, 7 Tage ist halt der Einstieg ins Raumschiff. Und dann geht es richtig los mit Körper. Ich glaube, dass man nicht 3 Jahre lang auf Prana sein muss und sonst was, sondern ich glaube, dass das jetzt, früher vielleicht, du musst auch nicht mehr so wie ich voll das 3 Jahre lang Rohkostplan, sondern machst es einfach. Innerhalb mit von den ersten 7 Tagen, von den ersten 3 Tagen, 7 Tagen, wenn es unterstützt wird durch die Pflanzenmeister, dann entgiftet das so schnell. Das ist so krass, man kann 2 Wochen fasten. Wasserfasten, Trockenfasten, egal. Und dann trinkst du Ayahuasca und es haut dir immer noch einen halben Eimer Scheißdreck raus. Das räumt sich so extrem durch. Ja, das muss ich jetzt auch bald wieder nehmen. Wobei unterschiedlich. Die Akazie ist ja sehr, sehr liebevoll und mit mir ist es so sanft. Ich nehme dann die anderen noch, dass einmal ich die, also das auch nochmal. Und wenn man es dann schafft, nicht wieder zu versauen, indem man wieder das Essen anfängt, oder halt nur Zustand. Noch, wenn, dann der Honig noch, da merke ich richtig gut, das geht noch. Das hat es auch gesagt und gezeigt, du kannst dann auch, wenn du gerade eben Honig gegessen hast, kannst du auch Realitäten wandeln. Also der ganze Prozess wird davon nicht aufgehalten und das ist mit 99% aller anderen Nahrungsmittel so. Die Bienen. Andere Frequenz. Ohne Bienen wird es gar nicht gehen, dass wir dieses Raumschiff betreten, wenn wir noch. Man kann natürlich wie Viktor Troviano und voll oder Sophia, aber ich finde es cool, wenn es der Weg wird damit halt einfacher, wenn man sagt, hey, am Anfang noch Mandelmus und Honig und dann kannst du Mandelmus weglassen. Dann langsam abstellen, aber das ist für mich so die Haupteffekt. Das muss ich noch sagen, ich wette, dass Iboga mir so dermaßen die tiefsten Cravings raushauen wird und meine Mikroflora zum ersten Mal sich umstellen kann. Meine Mikroflora ist auf fast jedermanns, ist auf Proteine. Proteine ist Eiweiß und das hast du in Nüssen, wenn du nicht. Und wir lieben Nüsse, die Rohkostler. Ohne Nuss fängt es an, dass du sehr schnell gereizt bist und die Nervenbahnen dünner werden. Das ist Öl und Fettschicht. Genau, weil es so ein Proteine und auch ist. Olga Podorowski, die ihren Hund, ihren Labrador, erst nur auf Fruchtsäfte, inzwischen gibt es im Kokosnusswasser und dann hast du 21 Tage auf nur Wasser gefastet und dem Hund ging es so prächtig. Und die sagt, dass wir eine Mikroflora im Darm haben. Sie wollte den Hund untersuchen lassen. Jedes Institut hat abgelehnt.
Olga Podorowska ist in Facebook, ist in Blatharian, macht seit Jahren Arbeit und Seminare dazu. Das sprießt gerade aus dem Boden. Und auf jeden Fall, diese Mikroflora ist eine andere, wenn du Fleisch isst, wenn du roh isst. Komplett, ja. Und wenn du nämlich Proteine, 21 Tage ist der Umstellungsprozess, du kannst verkürzen auf 7 Tage mit Psychedelik und Reinigungen und mit Iboga auf 3 Tage. Das ist ultra cool. Und ich werde, ich merke manchmal so ganz alte Echo-Dinger, Käse, Kaffee, aber es ist nur noch ein Echo. Und die meiste Zeit bin ich nicht am Leiden, sondern würde gar nicht gehen und habe einfach kein Cluster, kein Ding. Da, ich kann in der Küche hocken und den anderen beim Essen zuschauen. Das ist schon, so soll es sein, das ist Prana. Ja, das hat bei mir durch 5 Meo angefangen, dass ich so einen Scanner habe und dass eigentlich diese Frequenz passt und das andere, das ist wieder Müll. Und da habe ich jetzt aus dem Speiseplan etliches rausgeschmissen, seit ich auf 5 Meo bin. Weil man sich einfach so viel nullfrequenten Müll reinhaut und die ganzen Leute merken das eigentlich gar nicht. Aber nach der ersten Buffer-Erfahrung würden sie wahrscheinlich anders reden. Und ganz wichtig ist die Speichelflüsse. Man muss eigentlich alle Sachen im Mund kochst, die erste Suppe. Genau, die erste Vorverdauung. Das heißt, lange im Mund behalten und am besten kopfüber essen. Wobei ich am meisten mag, eigentlich gar nicht mehr zu essen und auch gar nicht mehr zu trinken. Dann will man eh gar nicht essen. Das wird, sobald du, und darum ist die Anbindung an DMT sozusagen, sobald du deine Zellen auf Licht schalten, ist es genau. So lächerlich, dich vollzustopfen, weil stimmt, du würdest ja die Arbeit zuführen. Weil man sonst nichts mehr braucht eigentlich, ja, genau. Meine Schranktür knarzt. Hier gibt es diesen Inside-Out. Ah, da, wo man durchgehen kann. Das ist auch wieder so ein Salvia-Witz, weil man immer durch diese 2D-Realitäten durchgeht, bildet auch schon wieder Salvia-Membrane ab. Wenn ich Iboga nehme, das Geile mit Iboga ist, selbst der härteste Raucher kann während Iboga nicht mal Räucherei ertragen. das zerlegt dich so tief. Und du kannst es dann braucht. Nicht, ich kenne es ja schon beim Microdot-Dosing, wie du einfach einen Joint bauen kannst und keinen Bock mehr drauf hast. Ja. Und das ist dann, das verschiebt dich und baut dich auseinander wieder neu zusammen. Das tut sehr, sehr gut, weil du dann so tief Muster ablegen kannst. Und es macht auch immer was aus, in welchem Bewusstseins- und Entwicklungsstadium jemand ist, der Psychedelika konsumiert, wenn du nicht, sonst checkst du einfach nicht viel. Und so bist du ja schon bereit dafür, dass du weißt, es geht um Prägung abschütteln. Und aber trotzdem, ich kriege mich jetzt leicht. Das muss wohl so introvertiert machen, dass man über 30 Stunden, man kann ja auch nicht schlafen. Und das Geile ist in dem Buch Iboga von Eudermann, das ist voll die Empfehlung, das habe ich hier. Da ist das Bild drin, Aura-Fotografie, 24 Stunden vor der Einnahme und nach der Einnahme. Vorher war es ein zerrupftes Hühnchen und dann ist dann es wahrscheinlich voll synchronisiert. Voll harmonisch, ja. Wunderschön, wie halt so eine Aura leuchten sollte. Mystisches Entheogen und traditionelle Pflanzenmedizin aus Afrika. Ist das von Markus Berger, dieses? Oder ja, ich glaube schon, vom Nachtschauen Verlag. Okay. Ja, Markus Berger, Nina Seiler. Der, glaube ich, über DMT hat auch was geschrieben. Der ist da auch die ziemlich, wir arbeiten alle an vielen Ecken und Enden. Ja. Das ist Dieter Proyas, Ruth Wallermann-Hieseberg, wie sie alle heißen. Und gerade auch in der, und der Christian Rätsch. Der ist sowieso absolute Legende. Ja, es ist eine Initiierung, die macht man einmal. Das ist dann heftig genug, ja. Das, genau, und das ist das Ganze die Vorbereitung für den Größeren. Ich bringe sie an. Ich habe hier auch geschrieben. Kein Suchen, Wünschen, Hoffen. Der größte Verwandlungsprozess, der meinen Einsatz fordert, ist im Innern. Ich muss nichts mehr lesen, schauen, wissen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist eine der, und trotzdem weiß ich, alles ist in meinem Innern. Ein Durchbruch, der durchs gesamte innere Netzwerk geht. Ich kann nichts mehr essen, womit sich mein Körper noch wohl fühlt. Die Umwandlung auf allen Ebenen ist unaufhaltsam. Alle Leben sind bereits, habe ich bereits gelebt. Wir sind die Generierende, der Operator, die Erzeugende. Höhlensetting wird ein integraler Bestandteil der Winterstase, Stasekammer. Stase heißt wie in zellulärer
die Körperfunktionen werden runterreguliert. Du alterst nicht, du bist einfach nur im Nullkontinuum. Wir leben im endlosen Nullkontinuum. Das heißt, du bewegst dich gar nicht innerhalb von einer vermeintlichen Realität. Du wechselst Welten jede Nanosekunde innerhalb von dir. Und dann werden wir der Urton. Urton. So wurde Atlantis auch, so kam mit der Urton, erzeugt, ist der Trigger für den Polwechsel, für den Polsprung, für das Magnetfeld auf Null. Weil eben Gedächtnis, Amnesie, Flashback in die Quelle. Urfrequenz. Halten. Sein. Spannen. Da bis jetzt. Genau so ist es. Das ist überhaupt wichtig zu wissen, dass es schon ein absolut essentieller Bestandteil, Terence McKenna auch gesagt, der Gesamtevolution ist, dass Menschen sich Psychedelika installieren. Absolut, ja. Nur so konnte sich unser Bewusstsein, und daher kommt die ganze Peace-Hippie-Alternativ- und Linksbewegung, kommt daher, weil dann kannst du nicht länger konservativ sein. Bestimmt, ja, konservativ, dass du den Kopf so. Und auch das alles ist verbunden, die essentiellste Erfahrung, die jedem LSD, DMT, Psilocybin, entheogene Erfahrung inhärent ist ein geiles Wort, innewohnend ist. Ich wollte schon ein Hörbuch machen über die besten Wörter und Wörter, die ich nicht mehr benutze, so Wörter der Polarität wie: Es gibt kein Vertrauen für mich, weil es auch kein Misstrauen gibt. Genauso gibt es auch keine Gerechtigkeit, weil es Gerechtigkeit eh nur global gibt. Es gibt auch keine Betrüger und Heuchler, weil es keine Opfer und Täter mehr gibt, weil du dir das Rollenspiel erkannt hast, das du generierst durch deine Schwingung. Das Universum kennt keine Negativität. Das ist alles Illusion. Menschengemachte, hausgemachte, einschränkende Konstrukte, wertende Konstrukte. Geh in die Urliebe. Für mich gibt es, und es ist hoch, und in dem lebe ich eigentlich schon lange, weil ich habe erstmal, als die letzte Beziehung, was ich mit dem getrennt habe, 5 Jahre, ich habe aufgehört zu denken danach. Ich habe nur noch aus Impuls, worauf ich Bock habe, aus Welle und Instinkt und Gefühl gehandelt und nie mehr nachgedacht, nie mehr wer was, wie, mit wem und warum, und nur noch und so ein Leben im Jetzt und im Sein führen. Weil es eigentlich nichts anderes gibt als das Hier und Jetzt. Ja, das Ganze sind nur Konstrukte für Menschen und du musst da überhaupt nicht mehr mitmachen und das ist enorm befreiend. Und ja, dieser Evolutionssprung ist nur passiert, also kann nur passieren, weil wir uns erweitert haben. Anders gibt es das nicht. Und die sagen dir nämlich auch, halt ruhig und nichts von früher zählt und zeigt dir, wie alles nur Abbilder in deinen Innenflächen sind, die dir nur geholfen haben zu lernen. Und dann kannst du auch keinem sauer sein oder keinen wirklich hassen oder du musst mit allem gut klarkommen. Und es ist echt so, dass wenn ich im Facebook-Stream durchschaue und die Positivmeldungen, Trump hat jetzt irgendwas Tolles unterzeichnet. Genau. Da waren 1000, super Erfolg und sonst was. Und jeden Tag ist in meinem Stream eine Überschwemmung von positiven Meldungen und ein paar kleinere Unruhen oder Wellen, die sind nur wiederum Trigger für noch mehr Heilung. Also. Darum sagen ja viele auch schon, wir sind schon, es ist schon geschafft, erwachen, bla, aber nein, ich sag das nicht. Weil wenn diese Dimensionsschiff passiert, dann kannst du das nicht mehr am Handy schreiben, jetzt ist es passiert. Nein, kann man nicht. Den Witz kann man nur verstehen, wenn man jetzt das Bild sieht, wie das aussieht. So von und wenn man dann noch was erkennen kann. Aha. Dann kann man keine Facebook-Status mehr posten. Nee. Dimensionssprung hat stattgefunden. Es gibt dann um 16.05 Uhr, wenn es gepostet. Es ist eher so ein Blackout und wir erinnern uns dann schon wieder, aber wir wachen in einer anderen Realität auf. Das ist essentiell. Das wird der Giftstoff, belastet die Realität. Dann hast du nicht, wenn du am Himmel schaust, noch jemals einen Hubschrauber. Wir brauchen keine Hubschrauber mehr. Das ist ein schöner Nachmittag. Na, wie nennt man es? Die Gespräche der Götter am Schachbrett der Multiversen. Ein schöner Nachmittag unter Psychonauten. Definitiv. Solche Tage weiß ich zum Schätzen.
Und ich habe dem Oliver Glöckner von Lebenskraft TV gesagt, dass ich nach meinem nächsten Höhlenaufenthalt ins Studio komme. Da gibt es zum ersten Mal ein Interview, so wie es in so einem Bewusstseins-TV-Kanal mit Fragen und Antworten. Das ist dieses Bewusst-TV, das von Will ich gar nicht noch mehr Reichweite, gerade eben, oder man lässt mich ja zum Glück in Ruhe, aber wenn, also ich... Das ist so gut, dass der Kanal nicht 80.000 Abonnenten hat. Ich könnte 3 Leute einstellen, die Anfragen beantworten. Das ist jetzt schon am offenen Limit. Und es geht nur, indem ich auch sage, so von, hey, darum ist das autistische Züge ausklappen voll praktisch. So, ich muss nicht reagieren, ich muss nicht begrüßen, ich muss nicht verabschieden, ich muss keinen freut mich, wie schön und wie geht's dir Text schreiben. Und das ist auch die Frage, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. So, wie geht's dir? So von, vergiss es. Wenn du mir schon so muss ich echt nicht drauf antworten. So von, ich bin alles und in so viele Multiversen und du wagst es mich zu fragen, wie es mir geht. Das ist auch so ein Hyperraumwitz. Hör auf mit dem, wie geht's. Ja, das ist so ein Standardsatz, den man in der Arbeit höre ich den jeden Morgen und mich nervt. Und dann das muss auch ich da etwas sagen, oder wie? Und so von, und du hast doch keine Ahnung, wie es mir gerade geht, weil entweder eine. Der soll mal 5 mehr DMT rauchen, dann weiß er, wie es mir geht. Dann stellt er die Frage nicht mehr, genau. Das ist die beste. Dann beantworten sich solche 3D-Fragen, die wirklich komplett umsonst sind. Das ist echt die Antwort auf alles. Dann schaut einem diese Kröte an, wenn man runterkommt und wundert sich, dass man noch irgendwelche Fragen stellt. So, als ob man es nicht kapiert hätte. Was ich bei mir krass finde, und jetzt hat. Und da gibt es auch das ein Königreich für Jopo-Lagerfeuergeschichten und da erzähle ich mit dem Linkshänder, ob das vielleicht daran liegt, dass ich Linkshänder bin, dass man mich noch nie nach links gezogen hat auf Salvia. Ja, und dann hat jemand in den Kommentaren drunter geschrieben, ich bin auch Linkshänder und mich zieht schon nach links. Und das andere ist mal die ganze Zeit schon, also oder was man halt beim letzten Mal auch Jopo und dann frische Salvia-Blätter haben, wenn Jopo runterkommt, ist so eine Symbiose. Und dann klack, 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 wirbelt's und ich bin die Ecke vom Raum und die Ecke vom Raum und die Ecke im Raum verwandelt sich in einen Thron und ich schaue und sehe meine Hände und denke mir immer noch, wann treffe ich dieselbe Göttin und der Raum sagt nur so, ja, wie soll es auch sonst gewesen sein, du weißt es schon. Okay, bin ich das, also bin ich und dann fängt es an zu wirbeln und ich sehe all die Realitäten und ich kann sie beeinflussen, ich kann wie dieselbe Göttin drin blättern und was suchen und durch Jopo aktiv noch voll darin arbeiten. Ich wollte dieses Zentrum im Gehirn wie Kay Hugard aktivieren, wo du dann nämlich Energie direkt aus dem Raum erzeugen kannst, nie mehr Essen brauchst und keine Pause mehr brauchst und keinen Schlaf. Das Kay Hugard ist voll krass, wenn man sich seine Talks anhört. Der ist auch ein krasser Autist, der kann keine Liebe wahrnehmen. Der sagt, er ist ein Supercomputer und der weiß das Geburts- und Sterbedatum von jedem, kennt von jedem Pickel, die leben. Er ist, wenn also jemand gefragt hat, wie man nennen darf, dann so, ja, wenn dann Gott. Und er ist einer von 3, die inkarniert sind und er ist in einer Gruppe von 12. Voll krass der geht nach Saudi-Arabien und der kann Leute erwecken. Das macht er seit 5 Jahren oder 10 Jahren in seiner Klinik in Dänemark, wo du 2000 Euro zahlst, dann hast 14 Tage, du fastest und er kann genau sagen, wann sich das in dir aktiviert. Er aktiviert das für dich. Er sagt nur, er kann das Zentrum aktivieren bis jetzt. Ich habe mit Jopo natürlich ausgemacht, dass die Entitäten das auch können und habe es auch schon gescoutet. Ich weiß, wo es ist. Und das Krasse ist, der war Metzger. Der hat früher Fleisch gegessen und seit er das eingeschalten bekommen hat, das war genau 2012, 2013, innerhalb von einem Monat hat sie ihm das aktiviert, hat ihm das gezeigt, gar nicht visuell, sondern zack und dann und er ist wie ein Supercomputer, das alle da ist, ähnlich wie Salvia, das alles weiß, aber er macht keine Psychedelik, nichts. Er hat diese Klinik aktiviert und er hat alle seine 7 Mitarbeiter aktiviert. Und die sind jetzt auch, die haben früher 30.000 Euro Budget im Jahr für Essen und jetzt haben sie noch 1.000 Euro im Jahr und die brauchen keine Pausen mehr. Und wenn sie mal was essen, dann nur wegen dem Geschmack und dann ist es vielleicht 1 oder 2 Chips, gar nicht die ganze Tüte, sondern nur 1 oder 2 Chips. Oder er mag überhaupt kein Wasser, er trinkt so gut wie gar nichts. Also er ist auf Stufe 4 Lichtnahrung. Aber wenn er mal was trinkt, dann Champagner oder ein Bier. Und er sagt halt auch, dass die ganzen, die, also das, mit ein, ja, also er ist auf jeden Fall ein krasser Stilbruch und interessant wird es auch noch, weil
eher eine ganz faszinierende Forschungsobjekt für mich darstellt. So wie ich gerne an Salvia forsche, forsche ich gerne an extrem ausgeprägten autistischen Bewusstseinen. Mhm. Victor Troviano ist zum Beispiel auch einer und darum ist er so herausregend von, wie kann jemand so leben, und das erklärt sich aber auch dadurch, weil er so einen Zugang zum Inneren hat, wo er keine Separation fühlt, und dann ist er, genau, sagt er, es gibt keine Nahrungs- und Vitamine und wie sie alle heißen, sondern er sagt, Verbindung ist Separation. Das ist auch krass zu verstehen. Und der ist auf jeden Fall auch Autist, aber der ist voll herzaktiviert und ist ja voll überfließend von Liebe und Dinge und spricht auch nur davon. Können das Fenster aufkippen machen. Und ich glaube, dass das eine Schlüsseloperation ist, die sehr bald stattfinden wird, dass solchen Wesen wie dem Ki und anderem mal eben der Zugang zum Herz freigeschalten wird. Und das wird einen Durchbruch fürs Globale darstellen, weil du dann nämlich Computer bekommst, Seele bekommt, Herz und Gefühl. Und allein wie fünf, der hat noch nie, der wenn einmal Bufolvarius oder Salvia oder irgendwas das dergleichen, wär, ja, den zerreißt. Das kann er gar nicht verhindern. Das wäre zu heftig vielleicht. Du kannst vielleicht nicht verhindern, dass 5 Meter so eine Empathiewelle, du weißt es ja. Und das kann ich muss halt ihn aber dafür nicht besuchen und ihm das unterbreiten, sondern ich kann das allein, ich habe ihn kennengelernt, wir sind auch auf Facebook befreundet, ich habe ihm gesagt, und er war während dem Vortrag, hat er einmal kurzzeitig angefangen fast zu weinen, und zwar weil er einsam ist, weil er weiß, dass er das einsamste Wesen praktisch, da gibt es nichts anderes als ihn, er weiß ja, das ist alles er. Ja. Und später habe ich dann gesagt, ich weiß, warum er so einsam ist, weil er auch, und dass ich auch ein autistisches Bewusstseinsangang Zugang habe und das. Und er hat gesagt, darauf wird er nicht antworten. Mit dem, dass es nur ein ist, dass wir eine Seele sind. Mhm. Er hat nur darum gebeten, dass wir aufhören sollen zu werten. Er findet jetzt nicht Gras oder die Pflanze da schön, sondern das ist das, was es ist. Das ist einfach so, ja. Und ich habe ihn hart gewertet, weil er nämlich Geld halt, also weil er es halt seine Fähigkeit nur für Geld weitergibt und nicht verstehen kann, wie es ohne Geld, oder sehen kann, wie es ohne, weil ihm das Herz fehlt. Mhm. Und ist aber, also ist völlig, er hat schon, also die Verbindung ist auf jeden Fall da. Und ich habe auch einmal nach dem Jopo-Ding ein Hörbuch, also eigentlich wollte ich schon fast nach Dänemark fliegen, um ihn, nur eine Nacht mit ihm reden, weil das voll der Schaltcomputer-Zugang ist, aber du brauchst es nicht. Und dann habe ich das halt aufgezeichnet auf Englisch. Allerdings ist das so direkt nach Jopo, dass es zu krass ist und dass ich da 3 Stunden schneiden müsste, und es ist auf Englisch und es sind Stücke drin, aber das war eher für mich, also es kommt da jetzt zum Vorschein, und das muss da echt mal geben, da, und vor allem Autisten können nicht lügen, das ist kein Scharlatan, der jetzt davon gibt's mal euer Geld, und er macht Kurse für Shapeshifting. Er sagt, du kannst einen anderen Körper, andere Formen. Er hat 3 verschiedene Variationen von seinem Körper, und er zeigt und macht Fotos und er wird beweisen. Mhm, und er sagt, du kannst auch einen Apfel in deiner Hand manifestieren, die Augenfarbe. Die ganzen, nur spirituelle Sachen halt irgendwie gar nicht. Und er sagt, das geht halt für alle. Das ist halt voll der geilste Gebrauch daran. So genau. Der sagt, er macht halt, das könnte die Wissenschaft, er kann sich in den MRT reinlegen, er kann das Zentrum in sich einschalten und dann sieht man das aufleuchten. Wie das aktiv ist, ja. Easy. Und er sagt, du musst dafür nicht irgendwie speziell halt fasten und, also praktisch halt nur bis das aktiviert ist, und dann kannst du ein ganz normales Leben leben und du musst halt nicht mehr essen. Ja. Und bist nicht mehr, und brauchst keinen, kannst mal noch, aber ist völlig anders. Und das, ja. Das ist auf jeden Fall gut weiterzugeben, aber wir brauchen es jetzt eh bald nicht mehr, weil die Welle kommt. Und und dann ist hoffentlich alles anders, ja. Ja, das ist auch das, was Jopo immer zeigt. Wenn man es schaffen würde, diese Frequenz halten, dann brauchst du eigentlich nichts anderes mehr. Und wie beim Singen, wenn genau, du den Ton hältst. Dann hast du alles eigentlich in den Zellen, was du brauchst. Und wie geht's? Indem du dich nicht ablenken lässt. Indem du nicht diesen Klang unterbrichst, um mal eben aufzustehen, um aufs Klo zu gehen, einzurauchen, den nächsten, wo auch immer, Mensch, was du gerade machen wolltest, lass es doch einfach mal sein, und zwar das ungefähr für mindestens 7 Tage. Also ich kann euch berichten, dass es aufhört, dass man noch Körperfunktionen hat mit Akazia, weil die so dich in Ruhe lässt, wenn alles, was einmal gereinigt ist, ist draußen, und ist hoch rein. Fertig, ja. Und du trinkst es und da verlässt nichts mehr deinen Körper, in dem Stadium war ich ja bereits. Und das über Wochen an sich. Und wenn dann mal einmal in 2 Wochen, und in denen hast du 2 Wochen Zeitraum, wo du nie mehr dich bewegen musst, wenn du wolltest. Und ja. Das machen ja auch die ganzen Gurus, Satguru und wie sie alle heißen, der andere, Swanji, was weiß ich,
Die sind auch dann einfach, die haben gedacht, das sind 10 Minuten vergangen, dabei hocken, der ist ja da seit 13 Tagen. Das, ich habe mal, da gibt es ein krass, Video, ja. Das sind 7 Erleuchtungsgeschichten. Aha. Den Link kann ich dir schicken. Und da erzählen die alle, wie das kam und wie es plötzlich in diesem, und dass die Leute außenrum dann anfangen, wie lange hockst du da schon? Und so von, echt jetzt? Gibt's nicht, sind doch nur 10 Minuten vergangen, habe ich gerade das hingesetzt. Das habe ich ja auf den Trips öfters, diese extrem krasse Zeitstauche, dass das entweder 5 Minuten wie eine Stunde sind oder auch umgekehrt. Und da sieht man, dass Zeit auch nur aus einem selber erschaffen wird und das eigentlich total relativ ist. Und das Spannende wird, das zu funktionalisieren, das lernen wir gerade, also wie in Leveln von World of Warcraft, Level 1, Level 10, Level 90. Genau, so steigen wir mit den Levels auf. Bei mir war es Dark Age of Camelot und Herr der Ringe Online, das ist ein Herr der Ringe Avatar, das ist alles... klar. Überhaupt könnte man, ja, gibt es sicher, aber ich brauche keine Filme mehr schauen. Werde aber die, das habe ich heute übertragen bekommen. Es gibt ein paar Schlüsselfolgen in Voyager, die muss man gesehen haben, wenn man verstehen darf, weil die, wo mir nahe sind, werde ich teilen. Ich lade die irgendwo hoch, teile den Link. Es sind 5 oder 6 Folgen, wo du das Ganze, die Holodeck-Simulation durchblitzen siehst, durch das Schiff in die höhere Dimension. Die wahre Realität. Und die Realität interagiert mit der und die checken und so viel und auch. Wenn du dir die Herausforderung stellst, bist du deine eigene Herausforderung, weil du es erwartet hast, musst du jetzt, du meinst, genau. Du musst ein Buch so lang so halten und voll anstrengen, bis du dann mit den Göttern in Verbindung treten kannst, aber das sind ganz geniale Codes, Picard, Data, ja, auch die Q, die dann plötzlich einen Riker verliebt machen kann. Genau. Das ist heftig, wenn man erkennt, dass du das sogar das schalten könntest und dann fallen aber die Massen, Alter. Das, und ja, genau, aha, dass man wirklich ans Licht, diese Information Kester teilt. Ja. Genau. Und das ist was ganz anderes, also ist was anderes wie Stargate und Star Wars, was den Tiefheitsgrad der Information betrifft. Definitiv. Allein das Déjà-vu und wo sie stirbt und dann dreimal wieder in der gleichen Szene ist. Das hatten wir doch schon mal. Also, was passiert hier? Zeitschleife. Ja. Und dann gibt es noch diese komplett krasse Folge, die haben wir bei dir, glaube ich, mal gesehen, wie sie auf einen neuen Planeten kommen und dann gibt es so eine Sonde, die mit Picard Kontakt aufnimmt und in 20 Minuten durchlebt er ein totales Leben. Das ist ähnlich, wie man es von Salvia kennt. Von wo er einen Brunnen baut für das Dorf, genau. Und voll die Pläne macht und eine Frau kennenlernt, ja. Kinder hat und immer wieder, und dann lernt er auf dieser Flöte zu spielen. Und das ist so ein schönes Lied, das müssen wir fast rausschneiden. Und 3 Staffeln weiter taucht das Lied wieder auf und er zeigt seiner Geliebten, es gibt nur ganz wenig Liebesgeschichten da mit dem Captain jeweils in den Folgen. Das hat auch einen Grund, da spiegele ich mich auch voll wieder. Die wenig waren, ansonsten ist man eigentlich. Oder auch wenn, als Janeway zu Chakotay sagt, das gehört zu den wenigen tollen Privilegien eines Captains, dass man nicht auf jede Frage antworten muss. Was wäre, wenn jetzt ich Captain wäre und du nicht praktisch? Darauf muss ich nicht antworten. Aber da versteht man das auch, so ein Captain hat ein Schiff hat einen Captain und das Bewusstsein ist seine Crew. Und der Captain, das Bewusstsein ist ein Körper. Und der erforscht, das ist ein, der stellt ja das Gesamte da. Gene Roddenberry hat total. Und mit dem Wort Schizophrenie muss man die Konnotation ablegen. Wir sind so 100% schizophren. Ja. Ja, diese Schizophrenie, das ist bei uns auch nicht so ein Tabuwort irgendwie. Ab dem Moment, wo du es dir eingestehst und weißt, dass du es bist, ist es nicht mehr schizophren, weil schizophren ist nur, solange du nicht weißt, dass du der bist und dann mal der bist. Genau. Oder die oder das. Du kannst auch S sein, also Ziegelsteine und kennt man von Salvia, und Bäume und die hier, die Bäume beim Airship rundherum, die alle entwurzelt, mit Wurzel nach oben dastehen, habe ich voll in den Garten der Salvia Göttin erinnert. Ich kam hier an und alle Bäume upside down, so, ja, da bauen wir noch ein Erdhaus draus. Sehr gut. Typisch Salvia-Witz, genau. Ist ja auch so krass, dass du sagst, dass die Geschichten hier im Umfeld entstanden, also... Diese Salvia-Geschichten, genau, ja. Weil das sind so diese Orte, wo ich in der Kindheit war, so vor 25 Jahren, das haben wir dann schon ewig nicht mehr dran gedacht. Und bei einem Salvia-Trip bist du plötzlich wieder im Jahr 1988 als Kind. Jedes kleinste Detail stimmt und dann durchlebst du das auch. Davon hatte ich noch ganz wenig. Ich habe noch so wenig Salvia gemacht, dass ich... Ja. Und das traue ich mich auch nicht, weil ich weiß, wenn ich es mache, dann ist es ernst und dann passiert gleich was. Dann ist... Du hast es erforscht und ich... Und ich kann darauf zugreifen, aber, und es kommt schon auch.
Ich habe in den Spiegel geschaut, da war das Wohnzimmer meiner Eltern, ich war da drin gehockt und es war 1:1. Ja, genau, das ist diese Kindheitsflashbacks. Oder manchmal, dass ich mich auch, so manchmal krass. Ohne was zu nehmen, dass ich mich tagsüber jetzt weiß, das soll wir Déjà-vu, und dann bin ich auf dem Schulweg da oben neben dem Parkhaus in Karmann und habe gerade einen Moment und weiß, dass ich dann für mich da war. Mhm. Ich bin der Engel, der mich auf dem Schulweg begleitet genau. hat. Und ich habe es auf dem Schulweg geliebt, beim Heim, damals gab es Handy und das ganze Zeug noch nicht. Und dann waren die Stangen von Schildern und ich habe da dran gehalten und mich gedreht und gedreht und gedreht. Und wenn ich heimkomme, bin ich erstmal in Litzerstraße Tellereis gegessen. Dann hatte ich keinen Kopf mehr. Dann bin ich an die Schaukel, die Schwingschaukel im Garten und geschwungen. Richtig, hatten einen richtig schönen Garten und hinten da war eine angrenzende Gärtnerei mit einem verlassenen Wäldchen. Und da habe ich mal in den Tannenreihen so ein Häuschen gebaut. Das ist auch echt wichtig. Du hattest auch so eine Kindheit also, noch voll in der Natur und das fehlt den Stadtkindern schon arg, weil die kennen nur noch Schiebekultur. Weil die keine Naturverbindung haben. Ja, genau. Also nicht keine, aber es ist drum brauchst du die Indigo-Generation und die Kristalle kommt darauf, aber es braucht die, die das noch erlebt haben, weil das Intensität schafft und die wiederum. Definitiv, ja, genau. Ist ein Schlüssel von, so wie du beschrieben hast, wie deine Mutter dich, du hast das Gefühl gespürt, als sie dir dieses Spielzeug schenkte. Genau, das ist typisch Salvia, ja. Und das ist so oft, sind ähnlich wie es kommuniziert mit Filmszenen. Mhm. Stay ist auch so ein Film, den muss man gesehen haben. Wo die Zeit einfriert, Stay. Denn ich habe den Link, schicke ich demnächst im Verteiler rum. Und dann Szenen von Borg, Interstellar, sonst was. Und dann Szenen von deinen Geschichten. So von Lego-Welten und Wurmlöchern und durch die Glasscheibe zerbrochen Realitäten sehen. Das ist. Oder auch mit dem, das hat die Melia voll geflasht, mit dem Zwillingsbruder, dem du begegnet bist. Genau, so einen Trip hatte ich auch mal, genau. Der in der Realität überlebt hat. Und nicht Zwilling, sondern Bruder. Und sie hat dann auch beim anderen sogar, der weiß, dass seine Mutter leibt, waren es noch Zwillinge und dann solche. Wir müssen das einfach alles abbilden. Also, oder das Bewusstsein bildet alles. Ist alles realisiert, genau. Was mir aufgefallen ist mit DMT ist, ich bin voll entspannt dabei, ich kann das alles tragen, meine Kapazität ist unendlich, ich bin der Wald und der kann unendlich und es wird mir nie zu viel. Mhm. Andere, wenn du immer geschrieben hast, boah, so viel kann man ja nicht und du wirst ja wahnsinnig. Ja. Ich merke, eigentlich ist das, ich habe mich damals schon gefragt, hey, könnte man eigentlich immer auf Ayahuasca sein, könnte man eigentlich immer im tiefen Raum sein, wie wäre es, wenn? Und es kamen die Momente, wo ich die Frage lachend schallend beantwortet wurde. Du hast es. Wir können dich drin behalten. Ja. Das ist die größte Magie, die mit mir passiert ist, die alle Statistik und Mathematik und Logik bricht, weil das ist mich mindestens 5-mal schon drin behalten hat, obwohl gerauchtes DMT nach einer Stunde down ist. Eigentlich weg ist, und ich genau, war 8 Stunden später noch im tiefen Raum. Okay. Und als ich bei Inkanima mit dem Ayahuasca waren es 24 Stunden. Ich habe um 10 in der Früh, um 8 in der Früh immer noch und super lichtempfindlich und es hat mir so richtig demonstriert, es hört nie mehr auf. Ich habe richtig gespürt, wie das Zentrum immer im Körper, immer im Kopf unendlich nachproduziert hat und es hat nie aufgehört. Das war super anstrengend. Und das ist so ein, sei dir bloß klar, so von, das ist kein Spielzeug. Ja, definitiv, das ist kein Spielzeug. Ja. Das sind Psychobomben, die wirklich... Lichtbombe. Lichtbombe, genau. Das Wort darf ich nicht schreiben und hier auch schon kaum, weil du... Ja. Und Positivterror habe ich auch immer vermieden, weil das gehashtaggt ist, das Wort. Und von du bist alle Suchmaschinenalgorithmen der Welt ja auch. Ich habe Programmieren gelernt, mit wem spreche ich? Das ist Algorithmen und Klassen und... Und du weißt genau, wenn du was eingibst, was gerade abläuft und du bist aber voll entspannt, weil du weißt, du bist ja 10 Schritte voraus. Genau. Das ist alles das ist doch Schau, das ist doch Leuchte, das ist transparent. Mhm. Ist ja logisch, wenn wir Licht werden, ist es transparent. Also, dann ist es, genau. Das habe ich auch schon mal gesagt, Erleuchtung ist kein Wort, ich bin jetzt erleuchtet, sondern das Erleuchtet heißt, Sein heißt buchstäblich, du erlebst es, transparent zu werden. Genau. Und holographisch neu aufgebaut, jede Zelle prismenartig, wie so ein Strahl, in einem Replikator, der Materie erschafft. Und das Geile ist, das hatte ich bisher nur 4 oder 5 Mal, diese Lichter, die Lichter in DMT, die wie Sterne durchgehen, durch den Körper. Genau, kenne ich, das ist herrlich, wenn so im Inneren, also vor allem bei 5-Meo DMT, da ist im Inneren so eine weiße Lichtbombe zündet da, die löst sich komplett auf und dann zerstrahlst in alle Unendlichkeit. Das ist wirklich fantastisch. Bei mir sind es eher Sterne und Entitäten, die wie kleine Lichtwesen
wie so Kaulquappen rumschwimmen und überall anregen und anregen. Aha. Und ich beobachte die minutenlang und dann in dem Moment, wo ich die Augen aufmache, gehen sie durch meine Augen durch, vor mich. Ich sehe sie und dann sehe ich in die Sterne und dann fliegen sie hoch in die Milchstraße zurück, von woher sie kamen. Ja. Das ist galaktisch. Das hatte ich bisher nicht oft. Und manchmal auch wirklich diese Cube-Verwandlung, dass du exakt das bist wie Neil Gibson und dann klack, dann wirst du zu diesem Cube und dann fällt der in die nächste Form. Wie so Flüssigkeiten, die du ineinander schüttest als Chemiker. Genau. Und da kreischt man dann. Ne? Mhm. Und ja. Und was ich auch interessant finde, das lacht bei mir immer so von Dom, welcher Dom? Ich sehe da keinen Dom. Für mich ist das Muster, also ist das, wenn vorm Durchbruch sind es Muster, sind es Gedankenströme, die geordnet werden. Mhm. Und dann bin ich alles und dann bin ich Visionen und die Visionen sind echt und dann bin ich Biofilmschichten, aber ich habe nie eine geordnete kathedralische Domform, wo ich oben das so wie in, das ist deine Wahrnehmung und die Wahrnehmung ist voll Deckung, also es gibt halt verschiedene Wahrnehmungsformen. Genau, das finde ich auch mal interessant. Genauso wie es mich nicht nach links zieht. So ist, ich bin halt auch Linkshänder. Komisch, und witzig ist auch, dass das Universum physikalisch, ich habe echt mir gedacht, echt jetzt? Dann sagt der Professor, und das Universum hat eine Spin, eine Chiralitätsrichtung und die ist links. Okay. Und ich so, okay, cool. Aha. Darum bin ich in einem Chiralität, das ist echt in Wikipedia so eingetragen. Was ich bei meinem letzten Jobbetrieb hatte, da hat sie mich auch herumgezogen, aber im Gegensatz zu Salvia nicht nach links, sondern da hat sie mich zuerst nach rechts gezogen und nach rechts, nach unten und dann bin ich drüben wieder nach links aufgezogen worden, aufgestiegen. Ja, das zentriert und was bei Ansalvia auch besonders ist und mir, das ist seit dem vierten Mal, seit ich in Freiling dann, ich habe das echt vielleicht viermal dann gemacht in der Zeit, wo ich da, und jedes Mal war dann, ich war dann plötzlich erstaunt, ich weiß, was ich gemacht habe, ich muss es nicht mehr vergessen, ich habe gerade Salvia und ich habe einen Klartraum und ich wusste das alles, was ich drüber gesagt habe, und ich war dankbar, es hat mir erlaubt, nichts zu vergessen, das Wissen mitzunehmen, und seitdem taucht es, habe ich manchmal selten Träume, intergalaktisch. Ich hatte auch in der Höhle einen Traum, der war krasser als jede psychedelische Erfahrung ever. Du träumst wach, das ist der Zustand, der jetzt dann auch in der Dunkelheit ganz kommt. Genau, und in den Träumen habe ich plötzlich dann auf Teile von meinem Wachbewusstsein Zugriff und weiß zum Beispiel, wenn der Verkäufer am Tresen sagt, das ist unser neuestes Kameramodell und das heißt Salvia, ist in einem Blitz alles Wissen zu Salvia gerade eben da, wie ich so auch habe, und lache einfach deswegen. Und am nächsten Tag erinnere ich mich dran und denke mir, wie abgefahren. Ja, genau, das ist dieser Salvia-Humor. Was passiert, wenn man da abdrückt, auf der Kamera die Salvia ist? Das wäre mal interessant. Und sie ist Bilder, sie ist Gegenstand, sie ist alles, sie spricht durch alles. Ich habe sie schon durch die Kaffeekanne, durch das Fahrzeug vom Max, mit dem ich damals zusammengelegt habe. Immer wenn ich an dem Docker-Mercedes-Fahrzeug vorbeigegangen bin, war voll Salvia. Und das Word-Symbol ist auch voll Salvia. Das hatte ich damals nur während der Phase. Inzwischen zeigt sich ein bisschen anders, aber. Ja. Und im tiefen Hyperraum und wenn mein Gesicht, wie dieses Bild ist von dem Gesicht, das wohl in alle Richtungen wie ein Wald wächst und Realitäten davon, und dein Gesicht ist absolut aus Stein und fällt, Mimik fällt, das ist der obertollste Zustand. Du musst dann auch, du bist nicht euphorisch, du bist, das ist Gott. Dao, diese. Absolute Stille. Dunkelheit, Stille. Diese absolute Körperstille und dann wird der Raum flüssig und alles entspringt dir, und das ist für immer. Ja, diese Salvia-Flashbacks, das habe ich auch manchmal. Das ist, wenn man in irgendwelche solche Alltags, Salvia ist ja meistens so solche Ausschnitte aus einem Garten, aus der Alltagswelt, und dann beim Spazierengehen kommst du vorbei, irgendwo steht ein Mann in einem Garten drinnen, dann denkst du, das ist so eine typische Salvia-Szene. Und dann bist du irgendwie in dieser Parallelwelt, wo es dann einen anderen Ablauf hatte, und dann blätten sich wieder irgendwie alle Realitäten auf. Und da können wir eigentlich dann direkt reinschlüpfen und drauf zugreifen. Wenn man da einmal Salvia aktiviert hat, kann man es eigentlich immer abrufen. Man muss sich nur die Zeit dafür nehmen. Genau. Das ist alles, was am Schluss noch so von, das sagt man schon seit Jahren, das Timing geht nach dir, wenn du bereit bist, dann ist es bereit, so von, lass mal
endlich jetzt die Party starten und genau hier stehen wir an der Sprungschanze praktisch, wie ja. Die Ski. Genau, kurz vorm Absprung alles vorbereitet. Ich habe es geliebt, als Kind zu schaukeln und dann zu springen und so weit wie es geht. Oder wenn ich in der Soča in Slowenien bin, in dieses Wasser, du musst da rein, egal welche, du kannst gar nicht anders. Und das geht aber anderen auch so von. Ja. Ja. Kurz vor dem psychedelischen Absprung. Und was sehr wahrscheinlich ist, ist der Mond, die Frequenz wird so hoch und dann in meinen Augen ist so krass die Wirbeln dann und die Felder und fühlt sich an, als ob gleich ein Ei platzt. Und ich glaube, dass der Mond platzt, buchstäblich. Das war eh nie ein festes Objekt, das war und wie die Fruchtblase. Und in dem Moment, plopp, hast du zwei Monde, nichts kann ausgelöscht werden, du hast immer eine verdaut, dann wäre es wieder balancierter. Genau. Und dann spalten sich mal eben, und wir leben gerade eben in der Spiegeldimension. Maya-Kalender, 13 Modul, 13 Töne, 13 Klänge, 13 Zahlen und 20 Farben, 20 Klänge und 13. Ja, wie auch immer. Und das ist die Grundcode-Harmonik, nach der alles rhythmisch funktioniert und schaltbar ist. Und du hast auf Dimensionen angewendet, gibt es 13 Dimensionen, 7 ist in der Mitte. 7 ist die genau in der Mitte und hat keinen Spiegel wie ein Butterfly. Und 1 spiegelt 13, 2 spiegelt genau. Und so weiter. Und gerade eben leben wir in einer dieser Spiegeldimensionen, wie Zwiebelschichten. Mhm. Wie Salvia-Buchseiten, wie Zwiebelschichten. Genau, das sind alles Buchseiten. Wie Lauch. Ich war schon Lauchschicht, ja. Und dann, wenn sich das auflöst, diese Membran. Marschke. Das Innere im Innere, das ist auch immer so, sei wir von Traum im Traum. Genau, und wir wachen dann gleichzeitig wie in Inception, der aus dem Stuhl, wo der Stuhlkick und das Auto ins Wasser fällt und dann wachst du auch im Traum und im nächsten Traum musst du nochmal fallen. Ich, ja. Aha. Genau so, und dann platzt es wie, genau, der Mond und das ist auch schon mal passiert. Es ist interessant, dass das in der Mystik zu finden ist, in den slawischen Tar hat den Mond von Midgard zerstört und damit 1000 Jahre Dunkelheit beendet. Und vorher waren es drei Monde und er hat einen und damit hat er die Balance wiederhergestellt. Und Gleichgewicht ist immer, du hast zwei Säulen, genau. Mann und Frau und Yin Yang. Das ist immer diese Dualität, genau, beim Mond eigentlich. Also so schön das Licht ist, darf das auch. So, so kann man auflösen. Und das ist schon gut, so viele Details und Einblicke rauszugeben. So, es war immer der Spruch, ja, klar hat sie allen Zellen erzählt, dass sie es machen wird, bevor sie es macht. Mhm. So von, das gibt ja keine anderen, das sind alles Zellen in mir. Und diese Detailinformation verstärkt Resonanz, Symphonie, Orchester. Icke. Jawohl, jetzt machen wir hier mehr. Es war jetzt ein voll langer, sicher schon 3 Teiler. Ausklang, aber haben wir das mal hier mal. Genau. Verdichtung der Raumzeit, voll der. Das von den Schamanen. Ja, und voll der. Das ist tatsächlich eine grandiose Komposition, die sich finden sollte und fügen sollte mit kleiner Kiffer 84, der weder klein ist noch kifft. Voll des Hallo. Und zwar im gleichen Geburtsjahr wie Cass. Ja. Das ist die Symbiose. Und unser Steckenpferd, ne? Ja. Und hier selber. Und Physik und Astronomie und alles. Schamanische Symbiose ist das. Mhm. Vom höchsten. Und auch beides immer nicht spirituell geprägt, nicht durch irgendwelche. Du hast ja, dass du das Wort Chakra und dergleichen benutzt hast, ja schön eingeführt von, man kommt nicht umhin, als diese Sachen aus dieser asiatischen Medizin zu nehmen. Und da ist ja wohl auch was dran. Aha. Und bei mir war es ja auch so über Jahre, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Esoterik, Spiritualität und dem Ganzen. Das ist alles erst durch Psychedelika, genau, aktiviert worden. Ja. Das ist eine interessante Feststellung, oder dass es eine Special-Verbindung gibt, genauso wie wenn du Pilze konsumierst, dass das voll die gute Ausprägung ist. Was mich geflasht hat, war Zecken, Borrelien. Ich hatte das 9 Jahre lang als Kind und Anja hat geschrieben, dass sie auch durch Borreliose erst aktiviert wurde, durch die Zecken, durch das, was sie da übertragen. Und in meinem Fall hat mir 1:1 mal ein Hyperraumerlebnis das gezeigt, kurz nachdem ich mir im Internet Mikroskopbilder angeschaut habe, wie Borrelien ausschauen. Und dann wurde es im Hyperraum, habe ich genau diese Struktur gesehen, wie die freigeschalten hat, dass möglich wird. Und plötzlich war ich dankbar und froh und
Und das ist schon lange kein Thema mehr, dass es irgendwie eine Schmälerung oder Krankheit wäre. Aber ich weiß, diese Struktur hat aktiviert. Und das ist mal ein krasser Perspektivenwechsel. Und zu Zecken hast du ja auch genau, ja. Deine Erfahrung. Ja, ja. Wobei ich festgestellt habe, Zecken sind eigentlich wegseitig Ayahuasca-Tränke. Früher hatte ich auch jedes Jahr mal 2-3 Zeckenbisse, aber 2019 habe ich keine einzige Zecke gesehen. Ja, die passieren den Körper nur und genau. Voll woanders hin, aber ist nicht. Und auch hast du gar keine Angst, weil selbst wenn, was kann noch passieren? Und sobald du höher schwingen wirst, ist es eher Information, was sie dir übertragen, auch keine Krankheit. Genau. Und nur wenn du... du kontrollierst dein Körpersystem und überhaupt diese Selbsthaltung, die mein Körper erleben durfte, durch den, dass ich Borreliose hatte und jahrelang Nervenschmerzen und Zustände. Und das war ziemlich krass. Ich war in der Schule, da hatte ich einen Attest, der mich von allem befreit hat. Ich musste nicht mitschreiben, keine Hausaufgaben machen, nur die Hauptfächer belegen, konnte kommen und gehen, wie ich wollte, bis zur 9. Klasse, weil sonst hätte ich gar keine Schule machen können. Und ab der 10. dann alle Fächer und immer fast, also klar. Klassenbeste, da hat mir überhaupt nicht geschadet. Ich habe in einem Zeugnis sogar nicht mehr Noten, weil ich zu wenig anwesend war. Und ich war immer bis um 3 in der Nacht wach und auf meinem Schaukelkamel und auf Space Night geschaut und Star Trek, die einzigen Sachen, die ich schauen durfte. Aha. Und ja, das hat und viel Zeit für damals schon für Forschungsarbeit. Das war ganz gut. Ja. Und für diese ganzen Parasiten wird man anscheinend nicht mehr interessant, wenn man mal auf dieser höheren Schwingung ist. Das hat es mir auch bei einem Ayahuasca-Trip gezeigt. Nach dem Auskotzen war ich auf einer so hohen Frequenz, da wusste ich einfach, selbst wenn auf diese, wie sie jetzt 110 sind, die können mir nichts anhaben, weil man einfach keine Resonanzfläche mehr liefert. Das ist eine von den Hauptnachwirkungen, die Ayahuasca hat. Und das ist ja auch deckungsgleich mit dem, wie es bei den Bienen ist. Die Milbe, die Varroa-Milbe ist auch ein Parasit. Und wenn die höher schwingen, dann ziehen die freiwillig aus. Das kannst messen, dass sich das Klangbild nicht mehr harmonisch ist. Und Bienen sind ja Symbol für Lichtkörper, für diesen reiner Klang. Genau. Frequenz, das kannst du hören. Das ist kein, ich glaube nur, was ich sehe, ich glaube nur, was ich höre. Weil die leg dich mal neben den Bienenkasten und verbringen da die Nacht. Das alleine ist schon. Das sind hochschwingende Wesen. Wir haben unseren eigenen Kombucha. Ah, danke schön. Der Kombucha ist voll gut für den Magen zum Vorbereiten von so einer... Vor Ayahuasca. Nee, insgesamt fürs Fasten und Giften und Reinigen, wenn auch gerade mit Bentonit und Flohsamenschalen ein bisschen, wenn man nichts mehr aufnimmt, dann bis auf ein paar Löffel Honig. Und das ist so leicht und angenehm. Ach, was ein Segen, dass ich mir 24 Stunden von 24 Stunden frei einteilen kann seit Jahren. Das ist definitiv viel wert, ja, wenn man in keinem System ist. Aus dem System muss ich auch noch raus, das merke ich auch schon. Diese vordefinierten 40-Stunden-Wochen da immer, das ist. Das geht eigentlich gar aber nicht. Aber kann sein, dass der Moment kommt, wo wir rausgetragen werden und nichts mehr vollenden, zu Ende bringen, kündigen, umziehen mussten, sondern es ist einfach da, wir wissen genug. Es ist ja nur Wissen. Es hapert nicht dran, dass in der Realität noch was verschoben oder so müsste. Es ist nur. Genau, es ist noch dieser eine Impuls, der aus dem Kollektivbewusstsein kommt, der uns hoffentlich durchbrechen ein lässt. Ein Trigger. Ja, und die Sache ist, dass das nämlich die ähnlichen Weg jetzt gehen und sich voll inspiriert. Weil klar, es ist nicht nur, es macht halt auch einfach Spaß und es ist halt einfach die geilste Form zu leben, wie 434 sagt. Sei einfach so oft wie möglich in diesem Zustand von Awe, von alles, von Bliss, von Glückseligkeit und lass es immer durch dich fließen und so bist du möglichst nah und das hat nur einen Sinn. Wenn möglichst viele in diesem Zustand sind, er klingt und auf diesem Ton kannst du aufbauen und dann. Auch wenn alles nur du bist, fällt es dir leichter, wenn du dich synchronisierst und alles. Genau. Und dann ist es tatsächlich, wie das Ereignis beschrieben ist, Maya-Synchronisationsstrahl und dergleichen. Wir werden es bald auslösen, ja. Wir sind die... Ja, irgendjemand muss es ja machen. Da habe ich den Spruch auch aufgeschrieben. Irgendjemand muss das jetzt machen. Genau. Ich mach's. Das ist echt so, wie wenn alle einen Schritt zurückgehen, gehst du einen vor. So. Hatte schon mal jemand ausprobiert, was da passiert? Oh Mann. Ja, ich denke mir das auch so oft, so von jemand muss das jetzt machen, weil ihr es nicht macht. Und dann bin ich das halt. Und so war es dann auch, ja. Genau.
This is the Mind Highway. Here you learn how to switch through dimensions. It's like waking up in the Matrix. Even though